eine weitere Möglichkeit, dass Strömungen ihren Charakter verändern, ist durch Richtungsänderung. Richtungsänderungen können in beliebigen Formen auftreten und treten in der Technik immer wieder auf, wie Sie hier an diesem einfachen Rohr sehen. Ein Wasserrohr, was hier jetzt keine 90 Grad Richtungsänderung hat, sieht so aus, als wären es in etwa 30 Grad, 45 Grad scheint es nicht zu sein. Was ich mit Ihnen hier behandeln möchte, weil es etwas ganz Besonderes ist, ist einzig und allein die 90 Grad Richtungsänderung. Und Sie werden in der Praxis allerdings Richtungsänderung genauso mit Zeta-Beiwerten berechnen, so wie wir es bei den verschiedenen Änderungen des Querschnitts schon gemacht haben. Aber zunächst erstmal, was passiert in einer Richtungsänderung? Und dafür möchte ich Ihnen zum ersten Mal oder müssen wir heute zum ersten Mal zwei Impulsgleichungen auswerten. Wir gehen mal davon aus, wir haben eine Richtungsänderung um 90 Grad und unser Fluid strömt hier von der linken Seite ein, läuft hier auf die Wand zu, wird da gestoppt und läuft hier unten wieder aus. Das sei jetzt eine vertikale Richtungsänderung. Dann müssen wir zum ersten Mal zwei Impulsgleichungen betrachten. Ich habe Ihnen erstmal die Impulsgleichung vektoriell aufgeschrieben. Vektoriell lauteten die Impulsgleichungen, stehen Sie hier. Wir haben die Impulsänderung ist Summe der Massen, der eintretenden Masse mal deren Geschwindigkeit plus m mal g plus angreifende Drucke. Plus angreifende Drucke oder plus Druckkraft. Und Druckkraft steht senkrecht auf der Fläche und weist in unser Strömungsgebiet, deswegen ein Minus davor. Das wäre unsere Impulsgleichung und die möchte ich einmal zerlegen. In der horizontalen, das sei also eine horizontale Richtungsänderung, dann bleibt für die x-Richtung das über. Sie wissen, eintretende Masse ist Masse mal Querschnitt mal Geschwindigkeit. Deswegen wird das hier ein Vx². Das tritt ein und bringt Impuls in unser System. Ja, und am Ende geht kein X-Impuls raus. Das heißt, hier verlässt nirgendwo unser Gebiet X-Impuls. Wenn unsere Strömung hier das Gebiet verlässt, dann als Y-Impuls. X-Impuls ist also irgendwo am Ende gar nicht mehr vorhanden. Das heißt, im Gebiet wird der X-Impuls in irgendeiner Form vernichtet. Vollständig vernichtet. Schauen wir uns die Y-Gleichung an. Y-Impuls dringt hier nicht ein, aber verlässt hier das Gebiet im Krümmer, im 90-Grad-Krümmer. Das heißt, wir haben hier an der Stelle, deswegen es steht hier nicht negativ, weil es hier in die negative Richtung geht. Hier verlässt Impuls in die Y-Richtung und das heißt, hier steht Vy², aber kein X-Impuls verlässt unser Strömungsgebiet. Kein X-Impuls verlässt unser Strömungsgebiet. Wie kann das gehen? Das kann natürlich nur dadurch gehen, dass hier der X-Impuls in Druck umgewandelt wird. Unser Druckterm, es muss sich in irgendeiner Form also der Druck erhöhen, damit der eintretende X-Impuls am Ende vollständig vernichtet wird. Und umgekehrt muss der Druckterm den Y-Impuls vollständig erzeugen. Denn am Anfang, im Eintritt, war kein X-Impuls da, aber am Ende ist Y-Impuls da. Also das heißt, der Druckterm ist der Vermittler. Er macht zwei Dinge. Er erzeugt auf der einen Seite den Y-Impuls und er vernichtet den X-Impuls. Ja, ich habe Ihnen hier einmal so einen 90-Grad-Krümmer mit einer komplexeren Strömungsmodell. Das heißt, für später, wenn Sie das mal machen wollen, das sind die Reynolds-Gleichungen mit Ky-Epsilon-Modell. Das nur, wenn wir das später mal in Hydrodynamik haben, gelöst, wie das in Wirklichkeit oder beziehungsweise wie das in dieser Modellvorstellung, die der Wirklichkeit sehr nahe kommen, aussieht. Ich habe Ihnen hier den Druck aufgetragen, bezogen auf irgendeinen Anfangsdruck. Das heißt, hier kommt das rein durch die Turbulenz, das lernen wir später warum, verliert die Strömung immer weiter Druck, aber hier an der Wand steigt er wieder an. Hier steigt er wieder an, das heißt, hier wird der einkommende Impuls erhöht deswegen, weil hier, Impuls in Druck umgewandelt wird. Impuls in Druck umgewandelt wird, es drückt also hier mehr auf die Wand, als wir beim Reinkommen sind. Ja, die Geschwindigkeit müssen dann umgelenkt werden. Und hier an der Stelle entsteht sogar ein minderer Druck, ein Saugdruck.
ein Saugdruck, der sich unsere Strömungsgeschwindigkeiten hier entsprechend umleitet. So sieht das in der Wirklichkeit aus oder beziehungsweise in dieser Modellvorstellung, die der Wirklichkeit schon sehr nahe kommt. Wir haben also tatsächlich hier eine Druckerhöhung, die unserer Flüssigkeit sagt, halt stopp, hier komm nicht her, hier komm nicht her, hier ist ein ganz starker Druck, gliehe rum. Und hier ist sogar ein Sauger, der das in diese Richtung umlenkt und dementsprechend haben wir hier eine Strömungsumlenkung oder diese Art von Druckfeld macht die Strömungsumleitung. Ja, wenn das stationär durchströmt wird, ich hatte diese Folie vergessen, stationär durchströmt wird, heißt das, alle Zeitableitungen fallen weg. Wir gehen jetzt also von einer stationären Umströmung aus und wir können uns dadurch aus diesen Verhältnissen berechnen, wie groß muss denn dieser Druck sein. Das Integral des Drucks über die Berandung muss also vollständig den X-Impuls eliminieren und muss den Y-Impuls erzeugen. So ein Druckfeld muss das sein. Dieses Druckfeld können wir natürlich nicht mehr analytisch angeben, aber wir wissen, wie groß das Gesamtintegral des Druckfeldes ist. Das ist nämlich genauso groß, dass es den X-Impuls löscht und den Y-Impuls aufbaut. Das steht auf jeden Fall fest. Und beide Drücke und beide Impulsströme sind exakt gleich nach der Kontinuitätsgleichung. Das, was hier an Geschwindigkeit in einem Rohr mit gleichem Querschnitt reingeht, geht hier raus. Das heißt, es geht dabei nichts verloren an Druck, an Geschwindigkeit, an Impuls. Der Impuls vom Betrage her, der hier reingeht, geht auch vom Betrage her wieder raus, aber als ein anderer Impuls, nämlich 1 als X-Impuls rein, als Y-Impuls raus. Ja, das zugehörige Geschwindigkeitsfeld kommt auf der nächsten Folie, da kommt aber auch noch was anderes. Ich will Ihnen kurz das Geschwindigkeitsfeld zeigen, damit Sie das so ein bisschen verstehen. Ebenfalls mit diesen Modellvorstellungen da gerechnet, überall da, wo es dunkel ist oder wo es sehr rot ist, ist die Geschwindigkeit groß und wo es blauer ist, ist die Geschwindigkeit kleiner. Hier an dem Bereich war der große Druck vorhanden. Hier wird die Geschwindigkeit tatsächlich, die alle Moleküle gesagt, komm hier nicht her, wir drücken dich weg. Die Moleküle werden also hier um die Kurve gelenkt und hier, wo jetzt sich so ein Totfeld entsteht, also so ein Geschwindigkeitsbereich, der sehr ruhig durchströmt ist, da sagt der Druck, komm her hier, ich sauge dich an. Und da wird es dementsprechend angesaugt, so dass es dann ablenkt. Warum geht es nicht sofort hier direkt um die Ecke? Weil natürlich jedes Molekül eine Trägheit hat. Das kommt hier um die Ecke geschossen und will erstmal geradeaus weiter. Wird aber von dem Druck in diese Richtung gelenkt und hier noch von einem Saugdruck in diese Richtung gelenkt. Kommt aber damit nicht sofort um die Kurve, sondern muss natürlich die Kurve auch mit einer gewissen Verzögerung nehmen. Und deswegen wird es dann hier so dementsprechend um die Ecke gelenkt und kommt am Ende meines Krümmers dann wieder in die richtige Richtung. So in etwa das, was da passiert, nach unserer bisherigen Theorie, sollte dabei keine Energie verloren werden, weil wenn dieser Querschnitt der gleiche ist wie dieser, dann kann hier allerhöchstens, dann kommt hier der gleiche Impulsstrom rein, wie ich das schon sagte, wie der gleiche Impulsstrom raus. Aber wenn wir das messen würden, wenn wir jetzt hier ein Standrohr anbringen würden, hier drüber und hier drüber, dann stellen wir fest, es findet trotzdem ein Energieverlust statt. Und mit diesem Energieverlust hat man sich auch schon vor dem beschäftigt, bevor man das richtig durch Turbulenz und durch Viskosität erklären konnte. Und eine Erklärung dazu, wie dieser Verlust zustande kommt, ist eine historische Erklärung von Julius Weisbach, 1855 in der Experimentalhydraulik. Der hatte nicht dieses Bild, ganz klar, das kommt aus dem K-Epsilon-Modell, sondern Julius Weisbach hat sich damit beschäftigt, wie groß ist der Energieverlust oder der Druckverlust hinter einer Krümmung. Ja, und das hat er meines Erachtens ganz trickig getan. Damals en vogue waren die Stoßverluste. En vogue waren die Stoßverluste, die konnte man berechnen mit Impulsverlust, weil die Flüssigkeitsmoleküle auf die langsamen Moleküle stoßen. Und ihm war eigentlich klar, dass die Umlenkung selbst gar nicht verantwortlich sein kann für irgendeinen Energieverlust, sondern es muss hier dieser Bereich sein, da, wo meine Strömung eingeengt ist, wo meine Flüssigkeit eingeengt wird und wo es wieder auf die langsame Geschwindigkeit zurückgeht. Hier ist also ein Bereich, wo die Geschwindigkeit mit Sicherheit im Mittel größer ist, weil wir hier eine Totzone haben. Wir haben durch diese Totzone eine Einengung der Strömung und dementsprechend hier eine große Geschwindigkeit. Die Flüssigkeitsmoleküle werden hier sehr schnell
aus Kontinuitätsgründen und stoßen dann hier langsam wieder auf ihre vorauslaufenden Partner und da wird Energie verloren. Das heißt, das Konzept des Stoßverlustes wurde im 19. Jahrhundert dann auf alles Mögliche versucht anzuwenden. Man hat immer geguckt, wo ist so eine Einengung der Strömung und hat damit dann versucht, tatsächlich die gemessenen Verluste zu erklären. Ja, in Kürze dazu Weisbach-Theorie. Er muss auch dazu, erstmal hat er sich überlegt oder wusste man, dass hier an der Stelle eine Druckerhöhung ist. Und diese Druckerhöhung hat er ausgerechnet aus der Zentrifugalkraft. Aus der Zentrifugalkraft, er hat hier also einfach eine Zentrifugalkraft angesetzt. Fz ist mv² durch r. Und irgendeine Flüssigkeitsmasse, die hier durchläuft, hat er durch rho mal v dargestellt. Durch Rho mal V dargestellt, dann ist die Zentrifugalkraft das. Und diese Zentrifugalkraft, die die Strömung hier nach außen treibt, muss hier als Gegendruck abgefangen werden. Muss hier als Gegendruck angefangen werden. Er sagt hier also an der Stelle, dieses Fz wird durch einen Gegendruck abgefangen und das ist Kraft pro Wandfläche. Kraft pro Wandfläche. Und dann sagt er eben, es gibt eine Druckerhöhung, die Zentrifugalkraft stoppt und das ist die Zentrifugalkraft pro Wandfläche. Pro Wandfläche, ja. Und jetzt ist der Einfachheit halber von einem Rechteckrohr rausgegangen, also ein Rohr, was jetzt nicht kreisförmig ist, sondern rechteckförmig, dann kann man nämlich diese Fläche sehr leicht berechnen. Beim Kreis ist das halt schwieriger. Kann man diese Fläche sehr leicht berechnen und wenn A der Halbmesser meines Rohres ist, dann findet er oder dann setzt er einfach an, dass meine Flüssigkeit, die hier rauftritt, zweimal der Querschnitt ist, zweimal dieser Halbmesser meines Rohrs, das ist das A in seinem Buch, und setzt das als das Volumen ab, was dann dementsprechend umgelenkt werden muss. Das Volumen, was dementsprechend umgelenkt werden muss, also das Volumen, was umgelenkt wird, ist zweimal der Halbmesser meines rechteckförmigen Rohres mal Wandfläche, setzt das hier ein und kriegt das als Druckerhöhung heraus. Das als Druckerhöhung heraus. Hier an dieser Wand, damit meine Flüssigkeit umgelenkt wird. Ja, hier steht das nochmal. Und diese Druckerhöhung wird dann natürlich in einer allmählichen, das führt zu einer allmählichen Verengung und wird in einer plötzlichen Aufweitung dann wieder abgefangen. In einer plötzlichen Aufweitung, Quatsch, was erzähle ich hier? Nein, Entschuldigung, falsch. Das wird in einer allmählichen Verengung, wird diese Druckerhöhung erzeugt. Das muss man hier darstellen. Für eine allmähliche Verengung hatten wir diese Druckerhöhung berechnet aus hydraulischen Gründen mit der Bernoulli-Gleichung. Das heißt, die Zentrifugalkraft macht diese Druckerhöhung hier und die allmähliche Verengung hier in diesem Bereich, wo diese allmähliche Verengung stattfindet, wird nach hydraulischen Methoden so berechnet mit der Bernoulli-Gleichung. Zweimal die Druckdifferenz, daraus kann er sich hier die Verengungsfläche ausrechnen. Die hypothetische Verengungsfläche AC, Kontraktionsfläche, kann er ausrechnen. Wir haben also diese Formel, da kennen wir alles und dann können wir das entsprechend ausrechnen. Das ist das Verengungsverhältnis hier in diesem Bereich. Ja, und mit diesem Verengungsverhältnis, wenn er das jetzt weiß, dann geht er noch ein Stück weiter und dann kommt eine plötzliche Aufweitung. Nach der Verengung kommt dann eine plötzliche Aufweitung und dann setzt er den Zeta-Verlust bei Wert eben als Querschnitt geteilt durch verengten Querschnitt an, so wie wir es beim Stoßverlust gehabt haben und kriegt diese Formel heraus für den Verlust bei Wert eines 90-Grad-Krümmers. Das hat er dann auch noch für ein Kreisrohr, weil Rechteckrohre nutzen wir selten oder Rohre mit rechteckigem Querschnitt. Das hat er dann auch noch für ein Kreisrohr dann durchgerechnet und kriegt diese Formel für den Verlust bei Wert heraus. So seine kleine Theorie. Also ich fasse nochmal zusammen. Er hat hier den Druck aus der Zentrifugalkraft bestimmt. Zweitens den Druck aus der Einengung hier bestimmt. Größere Geschwindigkeit, kleinerer Druck dann an der Stelle. Und dann gesagt, hier kommt dahinter kommt eine plötzliche Aufweitung und dann kann ich einen Stoßverlust rechnen. Daher kenne ich den Einengungsquerschnitt und kann das entsprechend heraussetzen. Diese Herleitung ist natürlich so nicht richtig. Ist natürlich so nicht richtig, aber führte zu einer ersten Idee, wie denn so ein Stoßverlust eigentlich aussieht. Und er selbst sagt das auch in seinem Buch, das ist mit Sicherheit so nicht ganz richtig, kriegt aber durchaus heraus, vergleicht das mit experimentellen Ergebnissen von Dubuat. Das ist sein Ergebnis und das ist das experimentelle Ergebnis für den Verlust bei Wert von Dubuat. Beides ist abhängig vom Rohrdurchmesser geteilt durch Krümmungsradius.
geteilt durch Krümmungsradius. Ja, und er vergleicht das dann hier, oder beziehungsweise nicht als Bild, sondern sagt selbst in dem Buch dann, das passt noch nicht so genau, die Theorie wird nicht ganz richtig sein, aber ist eine erste Erklärung. Dubuat, die gemessenen Verlustbeiwerte sehen so aus, und Weisbach, die Formel sieht so aus, da bekommen Sie also eine erhebliche Unterschiede heraus. Das also so als historische Theorie, wie man diese Verlustbeiwerte in Krümmungen berechnet hat. Man ist also im Wesentlichen vom Stoßverlust hier in der Einengung ausgegangen. Die Einengung ist tatsächlich da. Die Frage ist allerdings, ob wir hier einen Stoßverlust haben. Wenn Sie hier sich das anschauen, was der Herr Weisbach mit Sicherheit geschummelt hat, ist, dass er hier eine plötzliche Wiederaufweitung angenommen hat. In Wirklichkeit geht das aber hier ganz allmählich wieder auf den originären Querschnitt zurück. Also wir hätten hier eigentlich keinen Verlust in dieser Art und Weise zu erwarten. Heutzutage sollten Sie Krümmungen weder mit Dubuat noch mit der Weisbach-Formel, Weisbach, wie gesagt, selbst sagt schon, das ist nur eine erste Theorie, berechnen, sondern entsprechende Tabellenwerke nehmen. Beispielsweise gibt es ebenfalls wieder, wenn ich das richtig weiß, in Idelschick die Umlenkverluste in einem Knierohr, also nicht in einem Kreisrohrkrümmer, wo das auf einem Kreis dargestellt wird, sondern wo ich ein solches Knierohr hier mache, finden Sie eine entsprechende Formel für den Ablenkungswinkel. Umso größer der Ablenkungswinkel ist, umso größer ist auch der Zeta-Beiwert. Das wird dann teilweise noch in beliebiger Art und Weise verbessert, indem Sie die sogenannte Reynolds-Zahl mit reinnehmen, die wir später erst behandeln werden in der Turbulenztheorie. Die Lambda-Beiwerte haben wir auch noch nicht gehabt für Lambda-rau und Lambda-glatt. Aber da gibt es dann in den unterschiedlichen Tabellenbeiwerken unterschiedliche Ansätze, um diese Beiwerte zu berechnen. Schauen Sie sich das dann, wenn Sie in der Praxis ein solches Problem haben, dort an.